Hallo Leute und willkommen zurück zu Emily's Oh Sweet Home. Wir machen weiter mit Level 16. So, Sportgetränk, schnell vorbereitet, Bonustrinkgeld und eine Wurst. Jo, supi. Die schnappen wir uns direkt. Und können wir uns was leisten? 350? Nein, können wir leider nicht. Aha, Gewässerkunde? Ich arbeite an meinem Technikabzeichen. Alter. Damit kann ich mich von der Vorführung ablenken. Keine Sorge, mach einfach das, was dir Spaß macht. Ich kümmere mich um die Vorführung. Ich denke, die meisten dieser Sachen findet man im Lager. Sag einfach Bescheid, wenn du etwas brauchst, dann suche ich es für dich. Ach, Emily, du bist so nett, ne? Bring Enid die Teile, die sie braucht. Alles klar. So, Sportgetränk machen wir mal eben fix und dann noch den Kaffee fertig. Dann bekommt ihr das, bitteschön. Du bekommst das Paddel. So, du möchtest den Eimer Wasser, der ist hier oben. Wir können uns ja direkt schon mal ein bisschen umschauen. Den Adler schicke ich mal kurz dahin. So, da hätten wir das Rohr. Hier haben wir ein Seil, habe ich gerade gesehen. Da ist ein Brett. Da ist ein Tuch. Da ist ein Draht. Karl, da bist du. Da bist du, mein Lieber. So, ihr seid jetzt fertig, möchtet bezahlen. Ich hoffe, sie entscheidet sich gleich. Ihr wollt nämlich jetzt... Oh, dann machen wir das lieber so. So, François geht aufräumen. Enid ist da gerade noch beschäftigt. So, Nummer 1. Als nächstes möchte sie das da... Ich weiß nicht, was es ist. Ach, Quatsch. Emily, nein, nein. Dahin, Emily, dahin. Genau. Hier haben wir das für Enid. Die Dose. Ich denke mal, Konservendose, ne? So, das ist für euch. Den Adler muss ich gerade nirgendwo hinschicken. Ich kann hier ein paar Beeren abpflücken. 1775 Punkte wären gut. Das ist für dich und das ist noch für dich. Oh, Entschuldigung, ich war ein bisschen langsam. Es tut mir leid. Es tut mir leid. So, jetzt muss ich aber ein bisschen Gas geben hier. So, das ist für dich, das ist für dich. Bitteschön. Der Stock, der ist zufällig hier. Bitteschön. Ihr bekommt dann einmal das hier und den Kaffee oder Tee. Ich weiß es immer noch nicht. Ich gucke gleich nach. Ich gucke gleich nach, damit ich nicht immer... Ich hasse das. Ich hasse die Müsli-Riegel. Ich finde, man erkennt das so schlecht, ne? Ich finde das echt richtig blöd. Das ist für dich und die Streichhölzer. Bitte schön, dann wird abkassiert. Dann bekommst du das Seil. Ihr bekommt das Fernglas, haben wir freigeschaltet. Okay. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt ein bisschen Gas geben. So, Adler hierhin, da nochmal was abdrücken. Müsli-Riegel weg. Und Enid braucht insgesamt noch 4 Dinge. Okay, passt auf. François räumt auf. Wir machen da eine Combo. Wir schnappen uns das hier für euch. Bitte schön. Der Adler war ja schon bei euch, ne? Das Tuch, das haben wir hier. Bitte sehr. Dann bekommst du das und das Sportgetränk dazu. Dann können wir hier auch direkt schon mal kassieren. Die beiden brauchen noch ein bisschen. So, Hälfte der Punkte. Ja, noch nicht ganz, aber gut. Du bekommst die Wurst und das Sportgetränk. Alles klar, da warte ich jetzt noch mal einen kurzen Moment. Dann ist die fertig. Da wird abkassiert. François, ihr könnt klettern gehen. Oh, finde ich ja gut, dass selbst die Senioren hier noch ein bisschen klettern, ne? Cool. Nicht schlecht. Noch ganz schön fit, die beiden. So, der Adler geht hier unten hin. Muss ich das abpflücken? Nee, nicht unbedingt. Hier kann ich mal eben abkassieren. Da kommt der Nächste. Du bekommst die Wurst. Alles klar. Ich muss wieder ein paar mehr Kombos beim Servieren machen, sofern das klappt gerade, zeitlich. Wäre das ganz schön. Da ist das Holzbrett. Bitteschön. Dann bekommst du das und einmal das hier unten. Ihr wollt klettern. Okay, das machen wir aber gleich. So, dann ist das erstmal für dich. Dann ist das für euch. Bitteschön. Da kommt direkt die Nächste. Genau, die setzt sich dahin. Dann kann der Adler nochmal fix hier hin. So, François, du räumst auf. Wir können hier eine Kombo machen. Der Junge sich ein bisschen beeilt. Genau, bekommst du noch das hier. Du brauchst jetzt das Rad. Bitteschön. Juhu, fertig. Das ist schön. Ersten Stern haben wir auch erreicht. Wunderbar. Dann hoffe ich, dass wir den dritten trotzdem noch bekommen können. Ich meine, noch haben wir nicht geschlossen, ne? Kann sie vielleicht noch einen Moment warten? Passt auf, wir bringen mal eben das vorbei. Und dann bringen wir das hier vorbei. Oh, nein, nicht das Herz verlieren. Nicht das Herz verlieren. Ich bin sofort fertig. Mist, ich hätte sogar mit ein bisschen Glück noch eine Dreier-Kombo machen können. Aber ist egal. Zweiten Stern haben wir. Das ist super. Enid ist zufrieden. Kinder sind hoffentlich gleich auch zufrieden. Die wollen bestimmt eine Wurst. Nein, wollen sie nicht. Sie wollen 2 Getränke. Du möchtest bezahlen. Dann kassieren wir direkt. So, musst du noch bezahlen? Dann kannst du hoffentlich... Was? Musst du nicht bezahlen? Ich wollte gerade sagen, dann kannst du hoffentlich noch warten, aber nein. So, 1731, ja, das kriegen wir doch hin.
Wenn die hier jetzt noch bezahlen müssen und eine Person kommt bestimmt noch. Genau, habe ich mir fast gedacht. So, François räumt auf. Wir machen eine Kombo. Und dann haben wir es. Schön. Und mir fällt gerade auf, ich habe mal wieder nicht auf die Uhr geschaut. Ich würde aber schätzen, so 4 Minuten oder so spielen wir bestimmt schon. Dann gucke ich aber jetzt auf die Uhr. Okay. Okay, nicht schlecht. Vielleicht sollte ich ein paar dieser Pointen aufpolieren. Einen Gang höher schalten. François, was sollen wir nun machen? Entspann dich und mach einfach mit. Sag mal, was ist orange und läuft durch die Berge? Ich weiß nicht, François, was denn? Na, eine Wanderine. Gott. Oh Gott. Okay. Sag mal, Edith, warum sind Skelette so schlechte Lügner? Warum denn, François? Na, weil sie so leicht zu durchschauen sind. Okay. Großes Gelächter? Enid, toll gemacht. Das ganze Camp spricht davon. Wanderine. Oh, davon können wir ein Foto machen. Ja. Manchmal sind es die Kleinigkeiten, mit denen man Freunde fürs Leben findet. Wenn man beispielsweise jemandem hilft, der Angst vor einem Auftritt hat. Oh, François, das war so nett von ihm. So, wie viele Level haben wir denn hier noch? Ach doch, noch einige. Verwende nur 2 Plätze auf deinem Tablett. Alles klar. So, schnell vorbereitet Bonus-Trinkgeld, das ist supi. Wie viel Geld haben wir? 650. So, was ist damit? Küchenzeile. Was ist damit? Erhöht das Trinkgeld der Kunden fast augenblicklich. Ach, eigentlich ist es egal. Ich muss sowieso früher oder später alles kaufen, beziehungsweise möchte alles kaufen. Sieht aber cool aus. Wow, Enid, wirklich beeindruckend. Ich wünschte, ich könnte so etwas die ganze Zeit machen. Es gibt Neuigkeiten. Neuigkeiten. Trommelwirbel bitte, Elliot. Ich kann super Trommelwirbel nachmachen. Emily und Melly, die Zahlen sind hervorragend und du bekommst einen Bonus. Das sind tolle Neuigkeiten. Und weißt du, was noch toller ist? Das kann ich nicht. Oh, François, der ist super. Edith hat heute ihr Gewässerkundeabzeichen erhalten. Ja, du hast viel Zeit, wie ich sehe. Mach dir nichts draus, du kannst bald wieder richtig loslegen. Och, da freut er sich nicht mal drüber. Och, Manu. Och, Mann. Aber ich finde auch, die Edith könnte das ihrem Papa auch mal sagen. Ach, Quatsch, hier. Könnte auch mal sagen, so, Papa, irgendwie ist das doch nicht so mein Fall. Aber gut. So, das ist natürlich gemein, das Level, weil ich nur 2 Plätze benutzen darf, aber es nicht begrenzt ist auf 2 Plätze. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, als wenn es jetzt begrenzt gewesen wäre von vornherein. Aber gut. So, das hier für dich und das für dich. Dann machen wir da eine Kombo. Muss ich jetzt einfach gut drauf achten, ne? 1700 Punkte, so Würstchen. Da wird aufgeräumt. So, dann ist das für dich, bitteschön. Karl, ich habe dich gehört. So, das hier einmal. Was ist da mit der Suppe? Hä? Ich bin gerade keine Ahnung. Muss die immer umgerührt werden oder was ist da los? Das ist für dich, bitteschön. Hier ist das Paddel für euch. Geht's dahin? Ich habe jetzt keine Ahnung, was war da mit der Suppe. Ich glaube, die musste umgerührt werden einfach nur, ne? Dass das jetzt hier zwischendurch mal so auftaucht, dass man nebenbei noch die Suppe umrühren muss. Quatsch, ich muss doch dahin. Das kann ich schon mal draufwerfen. Das ist für euch. Der Adler geht hier hin. Wir machen hier eine schicke Kombo. Wir schnappen uns das und wir bringen euch das hier. Wir machen das fertig und das fertig. So. Dann habe ich noch kurz Zeit, das hier zu machen. Ja, ich bin gespannt, ob ich das wirklich so gut hinbekomme. So, du haust das drauf. Das schnappen wir uns jetzt. Alles klar. So, das ist dann für dich. Bitte schön. Ich glaube, ich kassiere mal direkt. Da kommen die nächsten beiden. Du möchtest dann wieder das hier. Dann machen wir einmal das hier fertig. Ich bringe euch das hier. Hebe das hier auf. Das müsste ja passen, weil ich packe das eine ja wieder weg. Genau. So.
Gut, dann bekommt ihr das Mehl, bitteschön. Oder, oh, Suppe oder Mehl, Stärke oder whatever da super zum Klettern ist, ich weiß es nicht. So, 850 Punkte haben wir. Adler, du gehst da unten hin, hier wird abkassiert. Ich rühre mal kurz die Suppe um, muss hier auch gemacht werden. So, hier kann ich auch schon mal kassieren. Du möchtest einfach nur ein Würstchen, alles klar. Da kommt der Nächste, dann kann ich gleich hoffentlich ein paar Beeren abpflücken, bitteschön. So, dann kommen wir hier zumindest schon mal auf 3, das ist gut. Vogelbuch und Suppe, bitteschön. Adler, hier unten hin. Kannst du noch einen Moment warten? Ich weiß es nicht. Ach, was wir kassieren. Im Zweifel immer kassieren. So, das ist für euch. Würstchen drauf. Hätte ich auch vorher machen sollen, aber gut. Passt auch so. So, das ist für dich. Da wird aufgeräumt, hier wird abkassiert. Und der Adler geht hier hin. So, haben wir gleich den ersten Stern. Das ist gut. Ich rühre mal kurz die Suppe um. Dann schnappe ich mir nochmal die nächsten Beeren. Ihr wollt zweimal die Suppe. Was habe ich freigeschaltet? Karotteneintopf. Ah, okay. So, was möchtest du? Ein Würstchen und einmal den Koffer. Okay, da wird abgeräumt. So, Würstchen ist auch fertig. Bitteschön. Dann wird abkassiert. Ich rühre mal fix die Suppe um und wir haben den ersten Stern. Wird das knapp, Leute? Wird es knapp? Frage ich mich gerade mit der Punktzahl. Ich weiß noch nicht. So, das ist für dich. Bitteschön. Was? Oh Gott. Oh Gott, ich habe das Fernglas vergessen. Oh, das tut mir leid. Jetzt war es keine Kombo, ne? Manu. Manu, das war ja doof von mir. Blöde Sache. Aber gut, komm Junge, entscheide dich. Rühr nochmal die Suppe um in der Zwischenzeit. Vogelbuch, Feuerlöscher, bitte sehr. So, Stern Nummer 2, Adler geht hier vorne hin. Das könnte 300 Punkte. Ja, das könnte ein bisschen knapp werden. So, dann haben wir einmal das hier. Dann kassiere ich direkt dann das Sportgetränk dazu. So, das war wieder falsch, ne? Ich hasse das. Ja, man kann es schon erkennen, aber man muss wirklich genau hingucken. Also nicht so aus dem Augenwinkel, ach ja, Müsli-Riegel. Sondern man muss tatsächlich hingucken. So, warst du jetzt schon der Letzte? Oh nein. Nein. Oh, das Mädel ist noch da, ne? Kann der noch einen Moment warten, je nachdem, was das Mädchen möchte. Suppe umrühren. Du möchtest natürlich ein Würstchen, ne? Nee, komm, wir kassieren. Wir kassieren Emily, kassier schnell. Genau, ist mir dann lieber. Machen wir mit denen eine Kombo. Würstchen fertig. Und das hier für dich. Und? Ja, oder? Ja! Schön! Hätten wir das auch erledigt? So, das war's. Ich habe jeden Klempner... Das ist die ganz falsche Stimme. So, das war's. Ich habe jeden Klempner der Stadt angerufen. Keiner will die Arbeit übernehmen. Alle haben zu viel Angst vor Sharon. Warum? Sie hat mit der Kündigung von Verträgen, Unternehmenslizenzen und Arbeitsbewilligungen gedroht. Wir sollten ruhig bleiben. Ich werde es weiter versuchen. Boah, die Sharon, ey. So eine miese Zicke. Jetzt mal wirklich, ist das schlimm. So, wie viel Level haben wir jetzt hier eigentlich noch? Bei 20 endet es, ne? Oder ist 20 das erste von dem Park? Ne, ich glaube, bei 20 endet es. Gut, wir machen jetzt erstmal... Ach, verschwende. Okay, wir machen jetzt erstmal die nächste Prüfung. Verschwende keine Produkte. Karotteneintopf ist brandresistent. Und was ich jetzt mache, ich gucke nach, ob es Kaffee oder Tee ist. Es ist natürlich Tee. Gut, weiß ich jetzt auch mal Bescheid. Geld werden wir sowieso nicht haben. 1800 Punkte. Alles klar. So, ihr möchtet zwei davon, einen davon und das hier komplett. Bitteschön. Okay, okay. Verschwende keine Produkte bedeutet, ich darf nichts Falsches nehmen. Gehe ich zumindest von aus. Also ich darf zum einen nichts Falsches nehmen und zum anderen nichts anbrennen lassen. Eigentlich. Denke ich mir. So, Insektenspray. Ah, cool. Na gut, bin ich gespannt, ob ich das hinbekomme. Erstmal dahin. Das bedeutet auch nichts auf Vorrat braten oder so. Okay, okay. So, ihr seid zu viert, ne? Entscheidet euch. Ich hätte hier die Beeren abpflücken sollen. Also, eine Wurst, ein Eintopf, ein Getränk, einmal Tee. Wie wir ja jetzt wissen. So, die Wurst schnell nehmen. Dann packen wir das hier drauf. Du bekommst noch den Feuerlöscher dazu. Der Adler geht eben hier hin. Hast du schon Herz verloren? Nee, ne? Ach, du bist gerade dabei. So, dann ist das hier für euch. Dann, wenn ich gerade schon mal hier bin, pflücke ich eben die Beeren ab. Genau, nehme das mit und das Getränk für euch. Okay. Ich hoffe, das wird kein Problem. Da können wir schon mal abkassieren. So, okay, okay.
445 Punkte, da wachsen schon Beeren nach. Kann ich gleich mal wieder abpflücken. Du bekommst einmal das Komplette und das Getränk dazu. Bitteschön. Dann pflücke ich eben kurz die Beeren. Lass dich im Moment stehen, wenn sie jetzt irgendwas Gutes möchte. Oder aber wir machen das so. Machen hier eine Kombo. Und dann... War das blöd? Ich hätte auch eine Dreier-Kombo hinbekommen. Egal. Klappt auch so, hoffentlich. So, ihr bekommt das hier. Dann haben wir einmal das und das für euch zwei. Bitteschön. Oh, ich finde das so süß, ne? Wie sie dann da hochklettert. Und er sie sichert und schön das Seil hält. Und dann rutscht sie so runter. Ach, toll. So, da müssen wir aber schon abplatzieren. Ich glaube, die brauchen noch einen kleinen Moment. Du bekommst einfach nur ein Würstchen. Okay. So, dann pflücke ich nochmal fix die Beeren, damit wir da alles voll haben. Das finde ich ganz gut. Du bekommst Feuerlöscher und Suppe. Bitteschön. So, haben wir mit den beiden eine Kombo und eventuell dann gleich mit dem Mann und der Pfadfinderin hier unten. Das wäre ganz gut. So, Würstchen ist fertig. Bitteschön. Dich schicke ich hier hin. Bist du jetzt bald mal fertig? Ah, bist du sogar. Supi, dann Moment. Kassieren wir jetzt. Du bekommst das hier. Bitte sehr. So, hier nochmal direkt was abpflücken. 1, 2, 3, das dazu. Und einmal den Eintopf. Bitteschön. Der Adler geht zu den Kindern. Abkassieren nicht vergessen. Ist gar nicht so unwichtig. So, 1000 Punkte haben wir schon erreicht. Viermal Suppe. Bitteschön. So, dann einmal das hier. Nein, das war wieder... Nein, das war wieder falsch. Zählt das denn jetzt? Ich behalte das ja einfach im Inventar, ne? Also ich drücke jetzt mal nicht auf Entfernen, weil ich weiß ja nicht, wie es gezählt wird. Aber es ist gut, dass ich da jetzt drauf geachtet habe und nicht einfach so aus Reflex so zack, weg damit. Okay, also ihr bekommt das und den Tee dazu. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht geht es auch wirklich nur darum, dass Produkte nicht anbrennen dürfen. Kann auch sein, aber ich möchte es nicht drauf anlegen. So, du gehst hier hin. Und vielleicht kommt ja gleich zufällig noch jemand, der dieses Müsli hier möchte. Ihr möchtet einmal das Komplette, dann möchtet ihr das und das. Bitte sehr. Dann möchtet ihr zwei klettern. So, 1300 Punkte. Ja. Jetzt nochmal 500 hinbekommen, müssen wir schauen. Ich muss aber hier kassieren, ne? So, du bekommst einmal das hier und das Getränk. Der nette ältere Mann entscheidet sich jetzt auch. So, das ist für dich, meine Liebe. Oh, oh, sie verliert schon... Oh nein. Nein, sie hat schon Herz verloren. François, räum da oben auf. So, was habe ich noch nicht? Doch, ich habe alles. So, der Adler geht hier hin. Ach, das kriegen wir hin. Das kriegen wir locker hin. Die Frage ist nur, was dann gleich mit dem Müsli-Riegel hier unten passiert, ne? Wenn den jetzt echt keiner mehr möchte, dann müssen wir mal schauen, ob die Aufgabe dann trotzdem geschafft ist. So, du kommst zum Bezahlen. Ich muss mal wieder ein paar Beeren abpflücken. Eine reicht dann nicht unbedingt für lange Zeit. So, das ist dann für dich. Dann kannst du direkt wieder da oben hingehen. War der Adler schon hier? Ja, ne, jetzt gerade, glaube ich. So, das ist für dich. Kann ich dich stehen lassen? Jo. So, dann haben wir da eine Kombo. Sehr schön. Und wir haben es geschärft. Ach, supi. Supi, das ist ja toll. So, dann ist das hier noch für dich. Da kommen noch zwei Kinder. Nein, drei Kinder sogar. Da kann der Adler dann nochmal seine Runden drehen. So, hier können wir schon mal abkassieren. Und dann pflücke ich mal ein paar Beeren, falls ihr jetzt, ja, falls ihr jetzt keine Beeren wollt, habe ich die einfach mal gepflückt. Emily, läufst du auch? Sehr schön. So, Sportgetränk und Fernglas für dich. Oh, und dann heißt es nur noch warten auf die Kinder. Schön, haben wir das auch geschafft? Wie sie da drauf schaut, ne? Ja, Emily, ich will es nicht wegpacken, auch wenn das jetzt hier als... abgehakt, gekennzeichnet ist. Trotzdem möchte ich es nicht drauf anlegen. So. Sehr schön. Juhu! Prüfung auch geschafft. So, was kommt als nächstes? Level 18. Machen wir das noch in dieser Folge? Wie gesagt, ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Räume dreimal nacheinander drei Tische ab. Mhm. Insektenspray. Laden. Kaufen wir das hier. Dieses Totem ist ein Meisterwerk der Handwerkskunst und erhöht die Geduld der Kunden. Okay. Es gibt Neuigkeiten. Neuigkeiten. Okay, Camper, ihr habt alle abgestimmt. Euer Superpfadfinder dieses Sommers ist... Martha Mariotta? Ist es sie? Ja, das ist Martha Mariotta.
Wie er ihr das nicht geben will, ne? Gut gemacht, Martha. Ich bin sicher, es haben sich alle sehr angestrengt. Tut mir leid, Papa. Nächstes Jahr, okay? Wir werden im kommenden Schuljahr besonders hart an deinen Fertigkeiten im Freien üben. Wir fangen gleich an, jetzt sofort. Folge mir. Warum sagt sie das nicht mal? Sie kann doch einfach sagen so, hey, Papa, muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber okay. So, räume dreimal hintereinander drei Tische ab. Alles klar. Gut, bedeutet, ich muss darauf warten, dass alle drei Tische Dass alle drei Tische verdreckt sind. Na, das kann ja was werden. Und dann 1800 Punkte? Ja, mal schauen. So, ich hätte auch eigentlich den Adler schon hier unten hinschicken können. Da habe ich jetzt ein bisschen verpeilt. Aber gut. So, dann wird hier... Ach, Mist. Ich wollte doch nicht abräumen. Manu. Das zählt ja vermutlich auch als Tisch, ne? Ich meine, es muss... Stopp. Es muss auch abgeräumt werden. Karl, ich habe dich gehört. Da oben bist du. So, bitteschön. Dann ist das Paddel für euch. Erbseneintopf freigeschaltet. Alles klar. So, der Adler geht hier hin. Und gleich auf keinen Fall den Tisch abräumen. Auf keinen Fall den Tisch abräumen. So, hier kommt einmal das hier. Und das komplett. So, das ist auch fertig. Bitteschön. Du bekommst zwei davon. Nicht den Tisch abräumen. Ich wollte gerade schon wieder draufklicken. So, noch ein Tee. Ah, das dauert jetzt einen kurzen Moment. Bitteschön, ihr musstet jetzt alle warten, ne? Adler, hier hin. Also, du bekommst dann einmal das. Ihr bekommt das. Bitteschön. Da haben wir jetzt gleich Tisch Nummer 2. Und wenn das hier auch als Tisch zählt, wovon ich ausgehe, dann müsste sie ja auch gleich fertig sein, ne? Da kommen jetzt die Nächsten. Da kann der Adler hin. Wir sollten vielleicht mal kassieren. So, haben wir da eine Kombo? Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Da muss ich abräumen. Ihr bekommt zweimal die Suppe. Beziehungsweise den Eintopf. So, 1, 2, 3, François. Ich hoffe, du bekommst das jetzt hin und ich hoffe, das ist richtig, wenn das hier unten nicht als Tisch zählte. Das war wohl nicht richtig. Muss ich gleich nochmal kurz lesen. Dreimal hintereinander drei Tische? Räume dreimal nacheinander drei Tische ab. Alles klar. Okay, ich hoffe, ich habe es noch nicht versaut, aber kann eigentlich nicht, ne? Wir haben nicht mal die Hälfte. Da werden ja doch noch einige Leute kommen. So, das hier kommt noch dazu. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir das verbrennt, aber ich versuche trotzdem, das hier mal eben aufzufüllen. Bitteschön. So, dann wird hier abkassiert. Du gehst dahin. Dann muss ich das hier reinpacken. Trommelstock, okay. Wir haben nur zwei Tische gerade, ne? Ja, ja. Jetzt irritier mich doch nicht mit deinem blöden Pfeil. Du bekommst die Suppe. Bitteschön. Ihr bekommt das hier. Bitteschön. Ja komm, jetzt muss noch mal irgendeiner hier fertig sein, oder? Könnt ihr mal bitte... Ah, gut. 1, 2, 3. François, ich hoffe, du machst auch was. 2, 3. Alles klar. Gut. Und nochmal kassieren. Wow, es ist aber ein bisschen... Es ist ein bisschen irritierend. Aber gut, wir haben es gepackt. Gut, dann packen wir es auch das dritte Mal. So, bitteschön, das ist für dich. Da haben wir jetzt wieder zwei Tische. Du gehst dahin. Ihr bekommt zwei davon. Das ist natürlich ganz großartig, dass ich jetzt hier oben erst wieder die Beeren abpflücken muss. So, 1, 2, 3. Bitteschön, das ist dann auch nochmal für euch. Der Adler kann auf jeden Fall nochmal dahin. So, dann braucht ihr zweimal Tee. Boah, ich hoffe, das bringt gleich ordentlich Punkte, ne? Hier das Tisch abräumen. So, bitteschön, das ist dann für euch. Jaha. Zeig mir den Pfeil nicht an. Ich will den Pfeil nicht. Ich will den Adler hier hinschicken. So, du bekommst dann einmal das hier. Bitteschön. Ihr bekommt das Paddel. So, François. 1, 2, 3. Ganz dich wieder auf den Weg machen und hier ein bisschen sauber machen. So, muss ich irgendwas tun? Ja, ich hätte Beeren abpflücken sollen. Mist, habe ich irgendwie vergessen. Und wir werden die drei Sterne vermutlich nicht schaffen. Ist jetzt gerade so meine Vermutung, dass das wohl nicht hinhauen wird. So, Beeren wachsen gerade noch nach. So, ein Stern, da können wir eine Kombo machen. Du bekommst einmal das hier und einmal das hier. Da kommen die Nächsten, die setzen sich da hin. Da kommt der Adler hin. Da wird abkassiert. Ich pflücke mal eben kurz die Beeren. Ah, obwohl, könnte doch klappen. Könnte doch klappen mit ganz viel Glück. So, dann haben wir einmal das und das wunderbare Sportgetränk. Ist das jetzt überhaupt noch das Sportgetränk? Nee, ich habe es doch gerade ausgetauscht gegen... Keine Ahnung, gegen irgendetwas. So, hier können wir schon mal abkassieren. Dann kannst du noch ein paar Beeren pflücken. Der Adler geht hier hin.
Und die wollen doch bestimmt wieder was Gebratenes, ne? Lasst mich raten. Nein, wollt ihr nicht. Ihr wollt das hier und den Eintopf. So, noch haben wir ja nicht geschlossen. Also könnte alles noch klappen. David, abgeräumt das für dich. Das für dich. Bitteschön. So, der Adler geht zu den netteren, älteren Leuten. Und dann haben wir es gleich. Sehr schön. So, das ist dann noch für euch. So. War der Adler schon hier? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall haben wir 3 Sterne. Juhu. Da ist auch alles fertig. Du bekommst noch ein Würstchen und das wunderbare Getränk. Und dann haben wir auch schon geschlossen. So, das ist für dich. Dann können wir hier schon mal abkassieren. Und was möchtest du, mein Lieber? Du möchtest das Fernglas und den Eintopf. Bitteschön. So, auch geschafft. Wow, über 2000 Punkte sogar. Hätte ich nicht gedacht. Nicht schlecht. Mein Magen. Oh mein Gott, was ist passiert? Er wollte vorführen, welche Beeren essbar und welche giftig sind. Er hat versehentlich einige Vogelbeeren gegessen, die fast wie Heidelbeeren aussehen. Das waren gar keine Heidelbeeren. Woher weißt du das? Die Stängel, Papa. Und jetzt lass dich von uns gesund pflegen. Er kommt schon wieder in Ordnung, aber ich brauche deine Hilfe. Sag mir, was ich tun soll. Ich brauche so viel Wasser wie nur möglich, um die Säure zu verdünnen. Oh, oh. Ach, da geht's ihm schon wieder gut. Das ging schnell. Ich fühle mich schon besser. Es ist die Flüssigkeit, die... Mein kleines Mädchen hat mich gerettet. Egal, wie die Abstimmung ausgegangen ist, für mich bist du die Superpfadfinderin. Oh. Ach, schön. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!